Auf jeden Fall solltest du dir mal die Frage stellen, welchen Unterschied das ausmacht, wenn du deine Tagesinhalte jetzt oder ab morgen überarbeitest. Weil du musst nur mal gucken, was du jeden Tag machst, was die Menschen da jeden Tag daraus machen. Du hast überhaupt keine Idee davon, was du alles verpasst. Du weißt gar nicht, was es für einen Unterschied ausmachen würde, wenn du jetzt mal das sein lässt, was du gerade machst. Und all die Dinge, die du morgen, übermorgen oder sowieso und überhaupt machst, versuch doch mal das zu überdenken, um dir auch mal zu sagen, welchen Unterschied bringt das? Was könnte passieren, wenn du das und das und das mal sein lässt? Und ich kann dir wirklich versprechen, du wirst meistens, weil du es jetzt augenblicklich noch machst, aber du wirst übertroffen davon, was es ausmacht, in deinem Leben mal etwas komplett anders zu machen. Nicht einfach so stupide, wie du es eigentlich schon kennst. Was hast du davon? Irgendeinen Schwachsinn dir immer wieder reinzuziehen, um dir zu sagen, so, ich hab's schon wiedererkannt. Toll. Es gibt draußen so viele Sachen, die du gar nicht kennst. Und das musst du dir nur mal vor Augen führen. Welchen wirklichen Unterschied das in deinem Tagesinhalt bedeuten würde, wenn du jetzt weißt und vor Augen geführt bekommst, das und das und das ist nicht auf deiner Landkarte. Und vor allem auch nicht in deinem hier oben. Und das sollte wirklich dir so geläufig mal werden, dass du da anfängst und dran arbeitest, das zu überdenken. Am besten jetzt, nachdem du mein Video gesehen hast. Das wünsche ich mir und das hast du verdient. In diesem Sinne, setz das um und bis dann.